Basti Schulz, wie zufrieden bist du mit dem 2:2 gegen eine starke Mainzer Mannschaft? Ich denke, wir nehmen den Punkt mit. Erste Halbzeit sind wir schwer ins Spiel gekommen, haben wenig Zugriff gehabt, weil die Mainzer das auch einfach gut gemacht haben. Dass sie spielerisch eine gute Mannschaft haben, wussten wir. Aber dann haben wir uns in der Halbzeit zusammengesetzt in der Kabine und haben gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Und so sind wir, denke ich, dann auch in der zweiten Halbzeit als Team aufs Feld gegangen. Und dann sah das ganz anders aus. Wir sind besser in die Zweikämpfe gegangen. Wir hatten den Ball und ja, dann folgerichtet das 1-1. Dann fangen wir dumm das 2-1 durch den Konter, wo uns nicht passieren darf. Aber dann kommen wir wieder als Team zurück. Und ich denke, wir sind heute zweimal zurückgekommen und ja, wir müssen den Punkt mitnehmen und ja, jetzt am Samstag zu Hause vor unseren Fans wieder angreifen. Beschreib mal kurz die Situation zum ersten Tor, das du gemacht hast, auch dein erstes Tor für den VfL Osnabrück im Pflichtspiel. Plötzlich war der Ball auf deinem rechten Schlappen. Ja, der Ball kommt, ich spekuliere, dass er am 16er runterfällt, ich nehme ihn runter und treffe ihn dann, wird glaube ich noch ein bisschen abgefälscht. Ja, ich freue mich natürlich über das Tor, aber ich hätte natürlich lieber die 3 Punkte mitgenommen, aber wie gesagt, wir nehmen den einen Punkt mit. Wer weiß, wofür noch gut ist später. Wir müssen jetzt uns weiter fokussieren. Am Samstag geht es schon weiter und da wollen wir wieder 3 Punkte angreifen. Umso mehr verdient der Punkt, dass ihr zweimal zurückgekommen seid nach einem Rückstand? Ja, ich habe es schon gesagt. Ich denke, das zeichnet uns als Team auf, dass wir uns nie aufgeben, nie aufstecken. Und ja, zweimal Rückstände umgedreht haben. Leider nur zum Unentschieden, aber ja. Am Samstag wartet jetzt mit Magdeburg der nächste Kracher in der Osnatel Arena. Was erwartest du da für ein Spiel? Wieder ein offenes Spiel, es geht wieder bei 0-0 los, wir müssen wieder unsere Körner in die Schale werfen, von nichts kommt nichts, wir müssen das uns wieder hart erarbeiten und ja, ich denke, wenn man heute auch wieder die Unterstützung Mittwochabend von unseren Fans einfach gesehen hat, ist es einfach sensationell und ich freue mich jetzt schon wieder am Samstag an der Bremer Brücke auflaufen zu dürfen vor unseren Heimfans, ich hoffe vor zahlreichen und dann wollen wir wieder 3 Punkte schenken. Vielen Dank, Basti.